So gebe uns der ewige Herr, dass wir gerecht ihm werden, zu seiner frohen Botschaft eher als Zeugnis hier auf Erden. Wie es der ersten Christenschar von der Apostel Zeugen gar guter Brauch und Sitte war, dem Herrn sich zu beugen. Kaum hatte Jesus Christ Kreuz und Tod gar herrlich überwunden, im Glauben frei trotz äußerer Not, die Ersten sich verbunden durch Taufe, Lehr und Dienst am Herrn in ihren Häusern trafen. Man teilte seine Habe gern und trotzte allen Strafen. Sie hielten Mahlzeit in der Freude und kannten keine Schranken, verbunden war man auch im Leid und lobte Gott mit Danken. So zeichnet uns das erste Bild in der Apostelgeschichte der Urgemeinde Glaubensschild gar lauter, fromm und schlicht. Was ist aus diesem Vorbild heute, über 2000 Jahren nach diesen ersten Christenleut, dem Glauben widerfahren? Wie folgen wir des Herrn Rat und seinem heiligen Willen in Nachtmahl, Tauf, Gebet und Tat, sein Botschaft zu erfüllen? 900 Jahre sind es her, dass dieser Ort besiedelt, ein herrschaftlicher Schriftverkehr das Eigentum besiegelt. Aus dieser Zeit ist nur bekannt, dass Grenzen sich begeben und Hoheitsrechte sind benannt. Doch wie das tägliche Leben der ersten Bauern hier vor Ort war, neben Grenzsoldaten, das schrieb die Chronik uns nicht fort, da können wir nur raten. Doch eines war, das merkt man später gleich zu Beginn zugegen, der Glaubensschatz der Ahnenväter war früh schon angelegen. Zu dieser Zeit die Kirche geeint, der Papst in Rom, das Oberhaupt, die Fürsten sahen ihren Feind in dem, der anderes geglaubt. Ein Kind schon aus der Taufe wurde zum Heil der Welt erhoben, gleich nach der irdischen Geburt das Christsein reich zu loben. Das Leben arm und mühereich, die Jahre kurz, die Bäuche schlank. So sehnte sich ins Himmelreich, wer alt war, müde, schlapp und krank. Das geistliche Leben pflegten nur die Mönche und die Nonnen. Sie trafen sich in der Klausur, die Benedikt ersonnen. Durch ihre Leistung wird das Land von Wildnis her erschlossen, mit Weisheit, Kunst und Sachverstand. Sie wirkten unverdrossen. Doch in Latein allein die Schrift im Gottesdienst erklungen, so auf geschlossene Herzen trifft, was kunstvoll war gesungen. Im Lesen und im Schreiben gar der einfach Mann nicht mündig, so blieb die ganze Christenschar unwissend klein und sündig. Der Gnadenquelle bleibt verstummt, Willkür und Irrnis wüten, der Aberglaube herrlich brummt und treibt sein schrecklich Blüten. So kam es, dass zu seiner Zeit des Luthers Martin aufbegehrte und durch der Sprache Einigkeit der Glaubenswirrnis wehrte. In Baden hier die Fürsten bald sich neuer Lehr bedienten. Der Herold schrie durch Feld und Wald, wem die Geschicke grünten. So war in Stafford auch das Schloss als Hort des Glaubens anzusehen. In seinen Mauern sicherem Schoß die erste Pfarre wurde versehen. Und als die Gläubigschar dann stieg, ersann man die Kapelle als Denkmal für des Herrn Sieg an einer guten Stelle. Ein Glöcklein rief die Christen nun, zu Buße, Einkehr, Nachtgebet, so mancher nach des Tages Tun in Demut dann zum Himmel fleht. So haben diese Menschen hier dem Schöpfer ganz ergeben, gar manchem Sturm und Ungetier getrotzt in ihrem Leben. Und als Erweckung schallt durchs Land und biblisch Zeugnis künden, hilft Hennhöfer durch Glaubenspfand so manchen überwinden. Wenn er gepredigt sich verkroch des Durcheinanders Widerpart, sein Erbe spürt man heute noch gar reich hier auf der Hart. Doch mancher eifert ihm heut nach als bibelfester Kirchenchrist, des Herrn Reichtum, Wort und Sach, das Herz macht reich als Pietist. Dann folgt Karl Peter in der Reihe als Geistlicher in Spöck und hier. So nacheinander haben zwei den Dienst getan zur Glaubenszier. Im Gottesdienst Erbauung war die Hauptaufgabe der Predigt, der Schriftbezug war rein und klar und aller Schnörkel ledig.
Gebetet wurde für den Fürst und seine milde Obrigkeit. Als Untertan und guter Christ war man zur Huldigung bereit. Wie dann die kleine Kirche hier dem heiligen Wolfgang anvertraut, von Fäule schlecht und ohne Zier, da hieß es, jetzt wird neu gebaut. Man stritt sich zwar noch um den Platz, denn an dem alten ging es nicht, doch aus des Großherzogens Schatz wurde sie dann schließlich aufgerichtet. Den Fuhr- und Handdienst stellte nun, wer Tier und Wagen führen konnte. So gab es damals viel zu tun und niemand hat sich da gesonnt. Doch schließlich war zum Dienst bereit, ein Jahr nach der Jahrtausendwende, nein, nach der Jahrhundertwende, Entschuldigung, 1901, die neue Kirche mit Geläut weit außerhalb im Freigelände. Die Pracht des Baus gab weit schon kund, wer hier der Hausherr und Gebieter, so standen fest auf Glaubensgrund der Herzen, Sinne und Gemüter.